Ah. Ja, ich nähe. Ich nähe an meinem Leben. Ja, so schaut es aus. Fragt man sich doch immer, wie so ein Leben mal ausschaut. Hier haben wir eins. Das ist meins. Und ich bin gerade dabei, mich hier selbstständig zu machen als Puppenspieler. Das ist bestimmt nicht einfach. Heutzutage sowieso nicht. Und als Puppenspieler, Kunst, Puppen, ein Mann mit Puppen, bläh. Sowas gibt's doch. Ah, das ist wirklich sehr schwierig, ihr merkt das. Da muss man hier ein kompliziertes Muster nähen. Und damit das gut ausschaut, weil wenn das nicht gut ausschaut, dann sagen die Leute, warum soll ich mir das angucken? Bläh. Ja, da bin ich gerade hier dabei. Und hier bin ich nach Stuttgart gezogen. Da wohne ich jetzt seit 5 Jahren. Ja, das ist ein wichtiges Ereignis gewesen. Deswegen habe ich mir da eine kleine Sicherheitsnadel reingemacht. Da musste ich von zu Hause ausziehen. Also weg von Mama und Papa. Keine saubere Wäsche mehr, nichts im Kühlschrank und so. Das ist schon ein wichtiges Ereignis. Deswegen, es war nicht so ganz einfach für mich. Dieser ganze untere Bereich hier, das ist meine Jugend. Und da ist so allerhand passiert. Das ist nicht immer so richtig glatt gelaufen. Zum Beispiel bin ich hier mal aufs Knie gefallen. Hatte ich keine Schoner an. Und oder hier wurde ich mal, na, wo ist es denn? Na? Ha, nee. Ich wurde mal von einem Hund gebissen. Das kann man hier auch irgendwo sehen. Also ganz deutlich. Ah, da ist es. Da. So. Oder, dieser kleine rote Fleck hier, da habe ich meinem Papi mal gesagt, dass ich ihn ganz blöd finde. Das sollte man nicht tun mit Papis. Das ist nicht gut für Papis. Aber für mich war das auch nicht besonders gut. Und hier war mal so ein kleines Loch in mir. Zum Glück nur ein kleines. Und ich bin nicht so richtig reingefallen, sondern nur mit einem Fuß mal reingedappt und dann schnell wieder raus. Also so drumrum nochmal geschlingert. Aber ich habe von Leuten gehört, die haben ein viel größeres Loch und viel tiefer. Und andere Leute sitzen den ganzen Tag da nur drin und die kommen gar nicht mehr raus. Das muss schlimm sein. Ah ja, und so ist mein Leben. Und jedes Leben ist ja ganz unterschiedlich. Der eine hat einen Hund, der nächste eine Katze, der andere hat gar kein Loch oder hier ein paar mehr Sicherheitsnadeln als ich. Also jedes Leben ist ganz anders. Aber ein paar Dinge sind auch immer gleich in so einem Leben. Ich zeige das mal. Zum Beispiel so eine kleine dreckige Ecke. Ich zeige das ja nicht so gerne her. Das schmückt nicht, oder? Schmückt das? Nein. Das behalte ich lieber für mich. Das erzähle ich sonst auch kaum jemandem. Also wir sind ja auch fast unter uns hier, 600 Leute. Oder diese Stelle hier. Das ist auch, na wo ist sie denn, die Stelle? Wunderbar. Da war mal ein Problem, aber jetzt habe ich es geflickt, sieht man. Es ist fachmännisch gemacht und das Problem besteht nicht mehr. Naja, nicht so richtig. Denn wenn jetzt ein bisschen Druck kommt auf dieselbe Stelle, dann ist das Problem plötzlich wieder da. Und es wird vielleicht noch größer als vorher. Aber ich möchte da gar nicht dran arbeiten, deswegen mache ich schnell wieder die Sicherheitsnadel rein. Das sieht ja gut aus. Oh, jetzt ist mir besser. Oder diese Stelle hier hinten. Das ist ja nur so ein bisschen, nur so ein kleiner Fipsel. Huh? Ja, aber vielleicht wird er ein bisschen größer irgendwann. Und noch größer und irgendwann geht er durchs ganze Leben hindurch, dann geht das ganze Leben dran kaputt, nur weil hier mal so ein kleiner Fipsel war. Also abschneiden oder gleich vernähen. Also irgendwas muss man machen. Tja,
So ein Leben fängt ja ganz klein an. Ne? Oh, da muss ich mal auf die große Bühne für das große Leben, also für das kleine Leben auf die große Bühne. Ah, Licht, wunderbar. Das ist schon viel zu groß. Jetzt ist das nur noch die Hälfte. 13,5 Jahre. 2 Drittel. Ach, ich war sehr schlecht in Mathe früher. Also so klein fängt so ein Leben manchmal an. Süß, ne? Ist auch nur ein Schnürchen dran. Hat dieselben Augen wie der Papa. Ja. Oh, schwupp, und schon gewachsen. Ja. Aber immer an Papis Rockzipfel, also Hosenzipfel. Also kann sie noch nicht selbst laufen. Kann schon selbst laufen. Ja, immer schneller. Und wieder wachsen, genau. Und laufen, ja, zur Schule gehen, ja. Der Ernst des Lebens beginnt. Ja, oh. Und dann muss man ein bisschen strenger laufen. Da muss man marschieren, ja. Wenn man Junge ist, muss man marschieren. Ja, vielleicht nicht mehr so richtig lange. Da gibt es dann keine Soldaten mehr irgendwann. Aber viele Leute mussten früher marschieren. Und dann ist vielleicht was passiert. Eine Kriegsverletzung. Oder man bricht sich nur so den Arm beim Skateboardfahren oder Inline-Skate, Rampe hoch. Jedenfalls muss man umschulen. Man kann nicht mehr in dem Beruf arbeiten, wo man früher mal gearbeitet hat. Vielleicht zum Kellner. Und dann bringt man eines Tages ein Kännchen Tee an einen Tisch. Da sitzt eine junge Dame, die zwinkert einem zu. Man weiß auch gar nicht, warum. Man zwinkert mal zurück und dann kommt das eine zum anderen und passiert das hier. Ja, da wird geheiratet, ja. Und dann geht das ganz schnell. Da sind wir wieder da. Das erste Kind. Das zweite Kind. So schnell geht das manchmal, ja. Oh, und die Kinder werden groß. Ja, ja, noch größer. Und sie gehen außer Haus irgendwann marschieren oder selbst eine Familie gründen. Und die beiden, er und sie, werden alt und weise. Sie gehen schön spazieren im Sternenlicht und wenn es schneit. Und die Frau stirbt. Und er dann auch irgendwann. Und da unten hört dann so ein Leben immer auf. Das fängt ganz klein an und hört da unten immer auf. Ja. Aber ich habe jetzt noch keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, was später mal kommt im Leben oder was vielleicht nach dem Leben noch so passieren könnte. Denn ich bin gerade hier an dieser Stelle und mache mich selbstständig. Das ist ein äußerst kompliziertes Muster, das muss man gut machen, sonst wollen die Leute das nicht angucken. Aber manchmal überlege ich schon, irgendwas müsste da noch sein. Es kann doch nicht einfach nur klein anfangen und da unten irgendwie enden. Aber jetzt mache ich hier erstmal weiter. Ich bin nämlich noch nicht fertig. Das wird hier noch ganz groß und so ein Riesenrahmen. Vielen Dank, vielen Dank.